Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr bereits oben gelesen habt im Titel, habe ich bei Rituals bestellt und zwar aufgrund dieser Box hier. Ich habe gesehen, dass die bei Rituals gibt und zwar ist das die Surprise Box. Die habe ich zuvor noch nie gesehen, bin ich ehrlich. Und genau, die wollte ich einmal bestellen. Habe sie mir zweimal bestellt. Die kostete, ich schreibe es nicht rein, 9,95 meine ich eine. Da sollen aus dem Outlet, so wie ich das verstanden habe, kleine Mini-Größen drin sein. I don't know, wir gucken mal. Zuerst aber ganz kurz, bevor wir da uns in die Surprise-Boxes begeben, habe ich einmal noch gratis diesen Schaum hier gekriegt. Und damit ich den kriege, habe ich nämlich noch eine Sache gekauft. Also das ist Ritual of Mare, Energize Your Soul. Genau. Der Duschschaum, den habe ich umsonst bekommen. Und gekauft habe ich mir noch Ritual of Ayurveda Coconut Milk Bath. Genau, ein Badezusatz, weil ich liebe es zu baden und den wollte ich gerne mal testen. Habe ich mir den mitbestellt und zwei dieser Boxen hier. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt. Wenn es diese Boxen noch gibt, verlinke ich euch die unten. Also guckt auf jeden Fall vorbei, wenn es was Gutes drin ist. Wir werden es jetzt sehen. Ich mache die erste auf. Ich weiß auch nicht, ob der Inhalt in beiden gleich ist. Wir werden schauen. Ich greife einfach mal rein. Als erstes habe ich hier eine kleine Kerze. Und die gab es zum Beispiel auch im Adventskalender. Kann sein, vielleicht sind die dadurch noch über. Ich weiß nämlich nicht, ob die so verkauft werden. Das kann ich nicht sagen. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Savage Garden ist das. Einmal die. Dann habe ich hier The Ritual of Karma Hydra Boost Complex Milt Body Scrub. Genau. Also einmal ein Peeling für den Körper. Das sind 50 ml. Dann habe ich hier Ritual of Sakura Recovery Hand Balm. Also eine kleine Handcreme noch dazu. Das sind 20 ml. Dann habe ich hier ein Refreshing Spray Laundry Deluxe Rice Milk and Cherry Blossom. Also auch Sakura. Ein Spray für zum Beispiel halt die Wäsche. Finde ich auch cool. Das sind 20 ml. Als nächstes The Ritual of Ying Relax Instant Care Hand Lotion. Okay, hier ist nochmal jetzt mit 40 ml diesmal eine Handcreme drin. Ja, zwei Handcremes sind natürlich, ja, hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist in Ordnung. Und hier habe ich ein großes Produkt. Und zwar ist das für meinen Mann wohl eher, glaube ich. The Ritual of Samurai Cooling Shower Gel. Das ist aber das in Full Size drin. Das sind 200 ml. Also, das war jetzt die erste Box. Die Sachen, diese zwei Sachen und diese zwei Sachen, das sind insgesamt also sechs Sachen. Für 9,95 Euro finde ich absolut in Ordnung. Also finde ich wirklich gut, vor allem das hier schon alleine. Mega. Also ich finde, die erste hat sich schon mal gelohnt. Ich hoffe natürlich, in der zweiten ist jetzt was anderes drin, aber das werden wir sehen. Ich hätte natürlich mir gewünscht, dass das große Produkt jetzt was ist, was ich verwenden kann. Also könnte man natürlich die, theoretisch, aber das ist ja schon so eine Männerreihe eigentlich. Und ich schaue direkt rein und tatsächlich ist hier genau das gleiche drin. Also, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht verschiedene Sachen drin sind. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt. Ja, so viel dazu. Das ist insofern, ist das für euch gut, weil ich würde diese Surprise-Box dann einmal verlosen wollen. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr gerne was in die Kommentare reinschreiben. Ihr solltet mir natürlich folgen. Und ansonsten steht alles weitere in der Infobox. Und weil ich brauche die Produkte jetzt nicht ein zweites Mal. Ich habe auch einige Produkte davon schon zu Hause, weil ich viel von Rituals habe. Brauche das kein zweites Mal. Also seid Abonnent meines Kanals. Schreibt einen netten Kommentar, lasst einen Daumen nach oben da und dann könnt ihr das hier gewinnen. Dann schicke ich euch das zu. Genau. Dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich finde es trotzdem eine coole Sache. Ich finde, das Geld lohnt sich dafür.
Und ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu da lassen. Bis dann. Ciao.